Servus, Freunde, und herzlich willkommen zu GTA San Andreas. Ja, wir haben nur eine Cop-Mission, weil wir die andere, also diese eine Bank-Mission, müssen wir ja noch eigentlich freischalten. Und ich glaube, nach der Cop-Mission geht es dann auch richtig weiter. Also nach, oder nach, nee, was, nach dem Banküberfall geht es dann weiter, richtig? Weil ich weiß es nämlich nicht. Ich werde jetzt erstmal wieder zu meiner Freundin fahren hier. Und sie begeistern dazu, mir die Keycard irgendwann zu geben. Natürlich dauert das ja noch eine Weile, aber Fortschritte sind immer was Schönes und warum nicht, ne? Die können wir ja jederzeit geben, ne? Sogar viel mehr, ne? Wenn ihr wisst, was ich meine. Und ja, wo ist die denn, diese kleine Kachbar hier? Och Mann, was mache ich da? Ich möchte einfach da drüber spielen. Ring und komm wieder durch. Ach, deine Mama. Das musste jetzt nicht sein, oder? So, ich wette mit euch, ich bekomme gleich einen Anruf, aber ich habe keine Ahnung, wieso. Naja. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Also ich meine im Spiel natürlich. Natürlich habe ich keine Ahnung und weiß auch gar nicht, wann ich überhaupt hier einen Anruf bekomme, aber irgendwie spüre ich das. Weil irgendwie ist ja nur eine Mission frei und keiner zwingt irgendjemanden, eine Mission nur zu machen. So. Naja. Ich denke, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Und hier ist schon die Freundin. Okay, wir sind gleich da, Freunde. Na, endlich, ey. Das dauert immer so saulang. Aber ihr wisst ja Bescheid, dass die Cop-Mission ganz woanders ist als geplant. Als hier. Und sie ist da. Perfekt. Ja, komm raus, du blöde Fotze. Hi, CJ. Hey, pretty lady. Wine and dine me, baby. No problem, if that's what you want. Ah, hier ist sie. What the fuck? Wie kommt sie hin? Komm. So, wo wollen wir hin? Wir wollten ja nicht mehr zum Burger Shot gehen, sondern irgendwo hin. Als ob dir diese Gegend gefällt, okay? Sehr schön. Okay. Wir sollten auf keinen Fall in eine Gegend reingehen, wo die überhaupt nicht gefällt. Nein, ich darf auf keinen Fall Unfälle bauen. Das ist gegen meine Natur. So, ich bin zwar schnell, aber ich bin nett. Ich bin nett, ja genau, das bin ich. So, hier ist eine. Hier war ja eine Bar, ne? Stimmt. Und sogar was zum Essen. Magst du diese Gegend hier? Hallo? Sexshop. Ich hoffe, du magst diese Gegend. Und ich kann nicht zum Sexshop rein. Schade, Marmelade, aber wir können ja hier rein. Thanks, Carl. That was great, but I've gotta get back. I prefer a plug with tassel so I can play pony. Oh, wow. Okay. What the fuck? Haut mal ab hier. Ich kack Auto. Da, la la la, halala. Na, 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 na. So. Das ist was ist mit dir wrong, Junge? Ja, I'm a good stretch. So. Alles klar mit dir, ey. So, ich glaube, wir mussten ja so lang, ne? Ja, ich denke, doch, doch, oder? Mann, verpisst euch! Ihr Kanacken. Nee, ich bin ganz anders gefahren, ne? Ja, okay. It's not my car, bitch. Please introduce yourself. Ich habe keine Ahnung, was ich da rede. Ich kann kein Englisch. Das müsst ihr erstmal lernen. Ich kann wirklich kein Englisch. Also nicht so gut. Oh mein Gott, das war skillig. So. CJ, I really like you. I'll call. Bye, baby girl. Wie viel Fortschritt habe ich denn schon? Naja.
Auf jeden Fall sieht es ordentlich aus. Werden wir auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein bisschen verbessern. Hoffe ich zumindest. Gott. Oh Gott, oh Gott. Na dann gehen wir jetzt zu Cop-Mission. Und ich weiß jetzt nicht gerade, wo die ist. Warte mal, die Geisterstadt nennt man das. Übrigens, und das ist das hier. Das ist ja hier gleich. Aber wieso sind die dort? Das irritiert mich ein bisschen. Naja, dann gehen wir halt hin. Ist mir auch egal, warum die dort sind. Hauptsache, ich muss sowieso dahin. Also von daher ist es scheißegal. Und das war Area 52, oder nicht? Nee, war es nicht. So, dann let's go und komm, 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 komm und oh, wow, hoho. Nein, oh mein Gott, Alter. Ja, toll. Ja, dolle, super KG. Was kann ich hier sonst noch tun? Ey, hau mal ab, du Scheißwagen, ey. Verbrenn nur. Ja, genau. Dankeschön. Ja, steig ein. Sofort und schnell. Haut ab. So. Nein! Wieso fliegst du auf die... What the fuck? Nicht dein Ernst jetzt, oder? Wobei, wir sind jetzt gerade in diese... Also wir kommen ja in den Krankenhaus, wo sowieso in der Nähe des Flughafens ist. Naja. Nee, so nah war es jetzt auch nicht, ne? Theoretisch könnte ich ja auch mit dem Flugzeug dorthin... Nee, mit dem Jetpack! Genau, das hole ich mir dann. Genau, ich voll vergessen. Stimmt, Alter. Das ist sau weit weg von allem drum und dran, Alter. What the fuck? Ich muss hier geradeaus einfach nur. War ich hier? Nee, ne? Nie im Leben, ne? Viel zu nah, viel zu weit. Mann, ist das shit! Der Weg ist kacke. Da ist der Weg. Genau, jetzt sind wir gleich eigentlich da. Das war der Weg, glaube ich. Nee. Das war der Weg. Genau, das war der Weg. Na dann. Gut, jetzt sind wir endlich da drauf. Oh Gott, ey. So, hier ist auf jeden Fall schon mal was Schönes und... Na, what the fuck? Oh mein Gott. So, wenigstens sind wir hier jetzt. Jetpack, bitte, Jetpack. Hier, dankeschön. Gib mal her, du Pisser. Oh, ich hol uns mal mein gratis Geld. Achso, ich habe voll vergessen, wie man das steuert. So, dann let's go. Aber so schnell ist das jetzt auch wieder nicht, aber gut. Wir können ja wenigstens über alles drum und dran fliegen. Das ist dann schon doch eher ein Vorteil. Ja, das dauert noch eine Weile, bis wir dort sind, ne? Würde ich sagen, mit diesem Jetpack da, das ist sau langsam. Gibt's nicht irgendwas Schnelleres? Das wäre viel cooler gewesen, aber okay. Naja, ein Flugzeug halt, ne, aber... Das zu pflegen, das ist mir viel zu blöd. Für so eine kurze... Das ist dieser Ort kommt uns doch bekannt vor. Das kommt mir doch bekannt vor. Waiting, Holmes. No, I was just chilling. I bet you were. At the dossier? Hand it over. Hey, everything cool now? I don't know, Carl. Eddie? Our boy's done good. No! You snitch piece of shit! You Vato asshole! You sold us out!
Time to dig, Carl. You take care of things. Huh? Where are you going? To get drunk and get laid. You got a problem with that? No, Frank, relax. Good. I'll see you back at the precinct. And I'll see you in the next life, Carl. Alright, that's good. That's deep enough for two. Eddie, Tenpenny's just using you. He's using all of us. You're the next one he's gonna silence, man. Shut the fuck up, scum! And it's Officer Pulaski to you! Fucking die! Erledige Pulaski, okay? Und wie soll ich das dann bitte anstellen? Ich habe gar kein Auto. Na super. Das ist aber echt ein schöner Plan hier. Hoffentlich tötet er sich selber. Naja, er muss ja außen rumfahren. Gut. So, na dann. Hey Eddie, you know Tenpenny gonna rub you out too. Carl, you got it all wrong, pal. Tenpenny was the one saving your ass. Every time I wanted to get rid of you, he'd find some excuse to keep you alive. Well, now it's up to me and I ain't such a fucking soft touch. So how's your sister? I always had a thing for her. Tenpenny and I got some great shots of her and her burial boyfriend going at it like a couple of horny chihuahuas. Man, did she put out like a pro. Screw you, Pulaski. I know what you're trying to do, and you ain't gonna crawl inside my head. I ain't kidding. The best thing that I ever done. Carl, you should have seen your mom before she was married. She was a real mess. Plus, her face was hanging off. Don't fucking talk about my mom. You too. The boys, you know, they fooled around with her at the scene. You know, touching her and joking around and shit. Fuck you, Pulaski. Fuck you. Alter, was für ein Hurensohn. Töte den Penner, ey. Aber wieso habe ich keine Waffe? Alter, krass, dass wir den jetzt endlich mal töten, ey. Wird aber auch mal Zeit, würde ich jetzt sagen. Aber Tenpenny hat uns auf jeden Fall beschützt. Das muss man ihn lassen. Pulaski nicht. Pulaski ist ein echter Wichser. Naja. Dann werden wir ihn jetzt mal zur Strecke bringen. So Strecke nicken und hau ab, du Penner, ey. So, warte mal. Ich will dich aus dem Auto schmeißen, du kleiner Giftzwerg, ey. Na dann, komm. Jetzt hau ich dich K.O. So. Bam. Bam. Oh, geil. Geiler Move. Voller geiler Move, bitte. Bam, bam, bam. Not feeling so fucking full of yourself now, huh? Yeah, well, them's the brakes, fuck. Any last requests? Yeah. Can I fuck your sister? You an asshole to the end. Punk motherfucker. Get out of the road. Grab me, bitch, huh? Bastard Jack. Das ist echt ein Hurensohn, Alter. Ich meine ja nur, was für ein Wichser das ist, ey. Kann doch nicht sein Ernst sein, Alter, was er da gesagt hat, ey. Was würdet ihr denn tun mit denen? Also nachdem der sowas gesagt hat. Also auf jeden Fall, das ist echt scheiße. Gut umgebracht hätte ich jetzt nicht wie CJ. Aber es ist, wie gesagt, in der übertriebenen Phase dargestellt, einfach nur. Aber das ist echt nur mies, was er da gesagt hat und so. Das ist echt nicht cool und überhaupt nicht. Hat gar nichts mehr mit Spaß zu tun, auch gar nichts überhaupt. Ich denke auch nicht, dass es Spaß von dir gemeint war.
so wie er geredet hat in der Lage. Und wie er das halt ausgesprochen hat, das ist... Nein, Mann. Nicht cool. Überhaupt nicht. Na denn. Let's go to the Freundin. Naja, jetzt sehen wir auf jeden Fall Pulaski nie wieder. Das freut mich, weil ich mochte den Typen irgendwie noch nie so richtig. Weil es war irgendwie wie so ein selbstarrogantes, selbstgerechtes Arschloch. Ich weiß nicht wieso, aber der dachte, der macht halt immer so... Der dachte halt einfach, der wäre der Oberkiller. Wisst ihr, was ich meine? So, jetzt müsste ich einen Anruf bekommen, stimmt. Oh, okay. Hallo? You've hung us out to dry, I know it. Rosenberg? Yeah, soon to be wearing concrete shoes in a shallow grave in the desert, Rosenberg. I'm surprised you remember. Look, I ain't forgot y'all, man. Just hang in there. Easy for you to say. This Salvatore guy might whack me at any moment. Oh, okay, wir haben jetzt eine neue Caligulas Casino Mission. Aber wir möchten ja auch das Ding hier abschließen, endlich mal. Natürlich die Raubüberfälle, aber das dauert jetzt noch eine Weile. Dazu kann ich jetzt auch nichts sagen. Ich kann es auch nicht verschnellern, den Prozess. Das muss noch warten. Das muss an sich ja noch ein wenig warten. Bis ich das halt habe, ne? Also ich kann da nicht. Ich kann da keinen Einfluss drauf nehmen. Ich kann ja so oft ausgehen, wie es geht, aber. Ob ich das hinkriege, ist eine andere Sache. Ob das schnell geht, es geht auf keinen Fall so schnell, ne? Wie ihr wisst. Wir versuchen es ja fast jedes Mal zu machen, aber klappt halt nicht immer, ne? So, auf jeden Fall geht es dann gleich weiter mit Caligulas Casino. Wir haben hier jetzt Pulaski getötet, also den Officer, glaube ich, ja. Und, ja. Ich denke, jetzt hätte Frank Tenpenny das sagen und ich glaube, der Typ mag uns eigentlich, glaube ich. Ich weiß es nicht genau, aber ich glaube schon. Und da ist die Freundin. Die Freundin ist daheim. Sehr schön. Ja, was ist damit? Hä, was ist denn jetzt schon wieder? Ich glaube, ich muss neue Klamotten holen. Okay. Wie oberflächlich die ist, ey. Ich dachte, meine Klamotten sind in Ordnung. Naja. Dann let's go. Müssen wir ein wenig shoppen gehen heute. Natürlich null Probleme für mich, aber es ist trotzdem scheiße einfach. Weil ich diesen Style nicht mochte. Aber naja, wir müssen ja auch mal wieder was kaufen. Let's go. Genau hier. Bingo. Hey, hi, welcome. So. Was wollen wir denn holen? Irgendwas Schönes, ein Smoking vielleicht. Das wäre vielleicht was Schönes, oder? So, Karohemd. Ja, holen wir uns halt ein weißes Tanktop. Weil ich glaube, die ist ein bisschen angeekelt, weil wir ein schwarzes drin hatten. Ich habe keine Ahnung, was sie will. Blue Jeans. Schwarze Boxershorts, okay. Ja, so gehen wir raus, auf jeden Fall, ey. So würde uns die, so würde sie uns mögen, auf jeden Fall. Aber ich habe doch schöne Schuhe. Ich habe doch alles schön gemacht eigentlich. Schuhe. Aber da gibt's doch nichts Neues. Naja, hoffentlich mal, dass sie uns jetzt annimmt. Weil.
Ich weiß ja nicht, was sie will von mir. Sweathose, was ist das denn? Nee, Mann. Wobei, das wird so eigentlich stehen, so, ne? Ja, doch. Das steht sogar. Aber passt das jetzt wenigstens mal? Ich hoffe, dass sie sich nicht mehr beschwert. Irgendwie sieht das jetzt schon anders aus. So, let's go. Let's go. Ui, what the fuck, du kleiner Pisser, Alter. What the fuck, du Motherfucker. Alter, was ist euer Problem, man? Hier, da klaue ich euer Auto, ey. Seid die einzigen, die nicht über mich drüber gefahren sind. Und ihr seid auch die ersten, die ich drüber fahre. Ja, genau, so ist das, Bitches. Ja, los geht's. Also, wir haben jetzt neue Klamotten. Das müsste eigentlich reichen. Wenn nicht, dann hole ich halt das Karo-Hemd, wenn sie nicht zufrieden ist mit mir immer noch. Ich meine ja nur, Kleider machen Leute. Das ist die Begründung, oder was? Was war daran so schlimm überhaupt? Jetzt ist die Hurentochter nicht mehr da, oder was? Ach Gott, ist das eine blöde Fotze. Ich fahre mal um den Block und komm wieder. Jetzt komme ich wieder. Okay. Ist sie wieder da? Nee. Ist ja blöd. Ich habe jetzt nicht um... Oh Gott, Alter. Ist das eine Fotze, Alter. Was geht mir auf die Eier? Gut, ich glaube, ich muss öfters mal meine Klamotten wechseln. Denke ich zumindest. Okay. Werde ich mir merken. Ja, hau ab, du Kackbulle. Also jetzt müssen wir auf jeden Fall die nächste Mission machen. Wir könnten mal speichern eigentlich. Das würde uns ziemlich gut tun. Boah, du scheiß Oma, ey. Spring doch nicht drauf, oder? Seid ihr dumm, Alter. Seid doch geistig zurückgeblieben, oder? Ganz ehrlich, ihr seid doch geistig zurückgeblieben. Ja, komm. Let's go. Free for all haben wir geschafft. Ne, High Noon haben wir geschafft als letztes. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ja, halt die Fresse, Bruder. Ich werde auf jeden Fall offscreen viel mehr dazu leisten. Ich glaube, nee, wir machen es nicht offscreen. Stimmt. Ich werde es auf jeden Fall nicht offscreen machen. Auf keinen Fall. Das bedeutet, ich werde es mit euch gemeinsam machen. Das heißt, dann wird das LP halt ein bisschen länger wegen der Kacke da. Aber das gehört dazu, Freunde. Sowas gehört dazu. Ich möchte das natürlich auch so schnell wie möglich aus dem Auge verlieren. Aber da dauert ja so eine Zeit und die muss man nun mal respektieren, Freunde. Das geht nicht anders. Das geht nicht anders, Bruder. Oh Gott, seid ihr behindert. Oh mein Gott, Alter. Müsst ihr mich schubsen, ihr kleinen Penner. Oh, ich hasse euch. Ich hasse euch. Okay. Nice. So, da wäre die Freundin. Hoffentlich ist sie da. Weil ich bin jetzt nicht umsonst nochmal hierher gefahren. Aber das ist doch gar nicht ihr Haus. Was für Hurentochter? Wann ist die denn zu Hause, Mann? Ach, eine blöde Fotze ist das. Die möchte, dass ich Kleider anziehe, aber die wechselt doch selber nie die Klamotten, oder? Ist das eine Logik? Ist das eine Logik? Ich verstehe es nicht. Das ist keine Logik, man. Sie wechselt doch nie ihre Klamotten. Wieso muss ich sie dann wechseln? So eine behinderte Logik, Alter. Aber ich möchte sie nur poppen. Ich möchte sowieso nur die Keycard haben. Naja, let's go mit den nächsten Missionen. Ohoho. So, ich hätte lieber Waffen holen sollen, ne? Weil dieser Hurensohn nie Waffen dabei hat. Stimmt.
Der hat nie Waffen dabei. Das ist richtig so. Der hat echt nie Waffen dabei, der Opfer. Was für ein Opfer, Alter. Kann man nur, dass er in den Arsch getreten wird von jedem, ey. Er hat nicht mal Waffen, Alter. Muss nur ein bisschen geradeaus fahren und da gibt's schon eine Ammunition. So. Wurfwaffen. Ne, ich möchte eine SMG, stimmt, und eine kugelsichere Weste halt. Ich bin mir sicher, dass da irgendwas, damit ich irgendwas, ich muss da bestimmt was machen. Hundertprozentig, so, Schutzweste, kugelsichere Weste. Genau, das nehme ich auch mit. Fertig, aus. Kein Bock auf nix. Nein, Freunde. Lass mal schon Ruhe. Let me alone. So. Aber zur Freunde gehe ich jetzt auf keinen Fall mehr in diesen Part noch, weil die geht mir auf die Eier. Ganz recht, sie geht mir auf die Eier. Le denn. Le. Lass mich in Ruhe. So, hier kann ich aber rein. Mal verpiss dich, du scheiß Auto. So. Welche Musik höre ich denn da überhaupt? Boah! Gut. Dann aussteigen und ab damit ins... Ab ins Casino. So. Was steht an, Rosenberg? Ich hoffe, du hast was eine gescheite Mission für mich, sonst gibt's erstmal Dresche. St. Mark's Bistro. Just feel the weight of the weapon, sweetheart. I can feel the weight of someone's weapon. Hey, you're the one to blame on that front. Can I fucking go now or fucking what? Ooh, you fucking twat! Right in the fucking happy sack! Perhaps you'll be cured of your little antisocial condition, mate. Carl, my man. Mr. Leon? Looks like this piece of shit was right. You did a real number on those Ferrelli losers. Now it's time the Ferrellis found out what it means to screw with Salvatore Leone. How would you like to hit the St. Mark's Bistro? A hit in Liberty City? Cool, but I'm gonna need some backup. Take who you want. Well, I usually use these two. Hey, hey, remember all those jobs we did together? Huh? You and me, Carl, remember? Huh? You know, you used to call me Killer Ken. Ken the Killer? Killer? Ice Cold Ken. That's me. And him too, I guess. All right, you guys better get out of Los Venturas fast. I'll be in touch. What about your backup, man? Will you be all right without us? Of course he will, you fucking moron! Come on! I'm having that. Okay. Ah, hier ist der Flughafen. Ah, stimmt ja, da waren wir schon öfters mal, ne? Wobei, nee, zweimal, oder? Ach, wo bin ich überhaupt? Ah, nee, wobei, passt schon, oder? So, ich muss wieder mit dem Jet fliegen. Och, nee, bitte nicht. Das muss ja nicht sein, oder? Naja, let's go. Jetzt habe ich wenigstens was Gescheites. Flieg nach Liberty City. So. Aber diesmal ist es ja ohne Zeitangabe. Also ich muss ja nicht unbedingt jemanden aufhalten oder irgendwas machen damit, sondern einfach nur nach Liberty City fliegen. Wieso brauche ich da unbedingt einen Jet dafür? Das ist die Frage. Habe ich überhaupt hier einen Fallschirm?
Drücke V, um Kameramodi zu wechseln. Was ist ein Modi? I don't know, Brody. So, ich sehe jetzt nichts vor lauter Wolken nicht. Ja, ich sehe den Himmel vor lauter Wolken nicht. Ich sehe gar nichts mehr. What the fuck, was ist das? Ah, wir sind über dem Meer, okay. Das heißt, wir haben Liberty City noch gar nicht erreicht. Und werden das, denke ich, jetzt auch nicht so schnell. Wobei, wir müssen ein bisschen nach oben. Genau, wir sind perfekt. So. Ja, das dauert jetzt noch 5 Minuten, denke ich mal. Und das nochmal zu wiederholen, das wäre echt scheiße. Aber ich habe ja eine Waffe. Deswegen müsste der Überfall jetzt auch nicht so bombenschwer sein, hoffe ich jetzt mal. Es war noch im Meer. What the fuck? Private function, invitation only. Oh yeah? Well, Mr. Leone says otherwise. You wanna help me? Huh? Bekomm nur diese Waffe oder was? Ich hab noch andere Waffen hier. Ich hab mir zum Glück keine geholt. Aber wo sind die überhaupt? Da ist einer, da oben sind welche. Verpiss dich. Warte mal, hier ist keiner mehr? Ich kann hier runter, ne? Verpisst euch! Hau ab, Junge! What the fuck? Kleiner Wichser, ey. Nice. Scheiße, aber ich brauche hier unbedingt Herzen oder sowas. Gibt's hier irgendwas? Großartiges anzubieten natürlich nicht. Wichser! What the fuck, du hast mich sauer erschreckt, du Penner. Geht's noch weiter runter? Verpiss dich! Okay, ist hier noch jemand? Hello! People! People! Da ist noch einer! Da ist noch einer. Da ist noch einer. Hello. I don't think I have never seen you. So, was habe ich hier gemacht? Habe ich jetzt überfallen? Okay, ich muss zurück zum Flughafen Las Venturas fliegen. Die einzige Gefahr ist, dass ich hier verkacke, total zu landen, aber das wird hoffentlich nicht passieren. Das hoffe ich zumindest. Ich kann dazu jetzt nichts Großartiges sagen. Ich muss nur auf der Landebahn landen. Ich flieg lieber gleich niedrig. Dann müsste das ja eigentlich funken. So. Mehr sage ich jetzt nicht dazu. Ich konzentriere mich lieber aufs Landen. Aber schwer war die Mission ja sowieso nicht. Also ich könnte ja jederzeit nochmal wiederholen. Aber es wäre halt langweilig für euch erstens und zweitens für mich. Weil diese Mission war jetzt nicht wirklich besonders spannend. Gut, der Action-Teil, der war cool. Aber der Rest ist halt nicht so. Wären wir jetzt gleich da? Können wir eigentlich überhaupt immer nach Liberty City fliegen oder geht das gar nicht mehr? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es geht gar nicht. Ich sehe gerade, ich muss ganz anders landen, ne? Scheiße! Oh Gott, danke! Ich werde das gleich packen. Komm schon! For those of you just coming to consciousness next to an ugly. Oh, danke. Aber wir haben gleich eine Hauptmission bekommen. Das ist cool. Was ist das denn?
Hufeisen 1 von 50. Hä, hey, was, wieso hat's geklingelt? Carl, what's up? It's your brother. Hey, what's up, man? You okay? Not really. I'm stuck in a cell between two lunatics. And people keep trying to jump me. This shit ain't cool, partner. You looking after Kendall? Nah, she looking after me. Right. That's cool. I'ma get you out of there, though, man. No, you ain't, nigga. Who do you think you are? I'm here for life. I guess I've grown used to it now. No, you not, man. I'm working shit out. Whatever it takes. That's a negative. I'm through hoping. Have a nice life, brother. Hold on, man. I'm getting shit worked out for you. Just hang in there. Sweet. Shit. Komme ich überhaupt raus? Ja, danke. Gut. Jetzt müsste ich nur noch speichern und das Wasser mit diesem Port, würde ich dann mal sagen. Sweet hat uns angerufen. Und ihr habt eigentlich alles gehört, ne? Also, wieso erkläre ich das dann euch überhaupt? Naja, keine Ahnung. Just for fun, würde ich sagen, und jetzt los geht's. So. Ah, hier ist ein Speicherplatz, aber ich möchte ja in der Nähe von der Freundin speichern. No. Ich möchte meine Freundin besuchen. Komm schon. Ach Mann, Alter. Mann, was ist mit euch Behinderten los, Alter? Geh ran, Alter. Hallo? Hey, Carl, my boy. Mr. Leone. Everybody's talking about the job you did on that St. Mark's Bistro. Thank you, Mr. Leone. And you took care of those three loose ends? Yeah, those poor saps ran into a little trouble along the way. You won't be hearing from Mr. Rosenberg again. Good boy. Now listen, you're gonna have to keep a low profile or people will start to make connections. So let's keep our distance for a while, huh? I'll call you. Thank you, Mr. Leone. Ich hoffe, sie mag. Ach, was ist jetzt schon wieder? Hallo? Hey CJ, what's up with you? Are we doing this heist or have you gone soft on me again? Hey, check it. Them fools been shipped out of the Venturas. Salvatore think I'm cool. So it's on. I'll meet you back at the Dragons. Okay, cool. Later. Was? Ich kann die Mission trotzdem machen? Deine Freundin ist gerade nicht zu Hause. Wann ist sie denn zu Hause überhaupt? Diese Nutte. Ich glaube, für die letzte Raubüberfallmission brauche ich sie nun mal. Das ist scheiße. Wie will ich das denn großartig machen? Ich möchte die Mission endlich spielen. Naja, da werden wir wohl oder übel erstmal im Casino weitermachen müssen. Warte, hier ist was. Playback FM in effect, word up. This goes out to my man, the Iceman. Shout out, baby. Starting a house party, going on strong. What y'all know? Play it, baby. So, dann speicher mal. Und sagen, bis zum nächsten Part, meine Freunde. Haut rein. Ciao, bis zum nächsten Part von GTA. Oh nein, nee, nicht in die in den scheiß Kleiderschrank. Was willst du da überhaupt? Wir haben ja uns schon umgezogen und wir haben uns auch geduscht. Also haut rein. Ciao, bis zum nächsten Part.